Schönen guten Morgen, verehrte Medienvertreter, hier auf unserer heutigen Pressekonferenz. Wir stehen hier vor der Goethe-Schule in Bozen, die in den letzten Tagen ins Mittelpunkt einer völlig überflüssigen Polemik geraten ist. Ich muss dazu sagen, es ist auch für mich ein besonderer Ort. Das war meine Volksschule. Ich habe hier in den Jahren meiner Kindheit meine Schulzeit verbracht und sehe, was aus dieser Schule geworden ist. Als ich hier zur Schule gegangen bin, gab es hier nur einheimische Schüler. Und jetzt haben wir hier Klassen, wo teilweise die Problematik entsteht, dass die Einheimischen in die Minderheit geraten. Und das ist ein Problem, das in Südtirol, aber vor allem in den Städten nicht mehr geleugnet werden kann. Und wir finden es auch verwunderlich, dass man jetzt versucht, hier ein ethnisches Thema daraus zu machen, denn es gibt die gleiche Problematik auch in den italienischen Schulen. Wir wissen, dass es heutzutage bereits Eltern gibt, die ihre Kinder nicht mehr in Bozen zur Schule schicken, weil sie wissen, dass ihre Kinder in diesen Schulen nicht mehr ordentlich unterrichtet werden können. Das ist, und das möchten wir ausdrücklich betonen, nicht die Schuld der Lehrer und der Direktoren, die sehr bemüht sind, in dieser Situation ihr Bestes zu geben, um die Schüler zu unterrichten. Nur es ist eine Tatsache, wenn wir Klassen haben, in denen die Hälfte oder mehr der Schüler nicht die Sprache der Schule spricht oder teilweise sogar nicht einmal ein Wort versteht, was hier unterrichtet wird, dann kann der Unterricht nicht ordentlich durchgeführt werden. Und wir haben uns auch ein bisschen informiert, wie das in anderen Staaten Europas und teilweise sogar in Italien selber funktioniert. Und es ist überall so, dass in den entsprechenden Schulen Vorbereitungskurse gemacht werden. Das heißt, wenn Kinder nicht die Sprache der Schule können, dann sollen die nicht in eigene Ausländerschulen oder Ausländerklassen geschickt werden, so wie das jetzt dargestellt wird, sondern dann geht es darum, dass für diese Schüler eine Vorbereitungszeit gemacht wird. Das heißt, dass eine Sonderklasse eingeführt wird, wo sie vielleicht ein halbes oder dreiviertel Jahr einen Sprachintensivkurs besuchen, um danach in die normale Klasse integriert werden zu können, um dort eben dann dem normalen Unterricht zu folgen. Das ist überall Normalität. Nur scheint es in Südtirol nicht. Und unsere Kritik richtet sich hier vor allem an Landeshauptmann Kompatscher, der entweder die Problematik nicht sehen will oder sie nicht versteht. Denn wenn seine Antwort jetzt auf diese Problematik ist, dass er jetzt den Versuch hier der Direktorin, eine Lösung zu finden, abwirkt, dann fragen wir uns, was ist die Alternative? Möchte er hier in Bozen eine Problemschule schaffen, wo Einheimische ihre Kinder nicht mehr hinschicken? Möchte er das Autonomiestatut untergraben, dass der muttersprachliche Unterricht in Südtirol nicht mehr gewährleistet werden kann? Und das gilt genauso auch für die italienische Schule, denn auch wenn in italienischen Klassen die Schüler zu einem Großteil nicht mehr italienisch können, kann der Unterricht nicht mehr angemessen erfolgen. Und deswegen sind wir heute hier, um gegen diese Entscheidung, die eine eklatante Fehlentscheidung ist, einerseits zu protestieren, andererseits aber auch aufzuzeigen, wie man Dinge anders machen könnte. Wir haben schon vor einigen Jahren eine Aktion gestartet, wir haben schon vor Jahren im Landtag und in den verschiedenen Ausschüssen immer wieder Vorschläge unterbreitet. Und dazu wird Ihnen nun meine Kollegin Miriam Arzt-Dammerler genaue Informationen geben. Vielen Dank. Ja, Artikel 19 besagt eigentlich ganz klipp und klar, dass es um den muttersprachlichen Unterricht geht, sowohl in der deutschen Sprache als auch in der italienischen Sprache und dass eben auch die Lehrer selbst dieser Muttersprache angehören sollen. Und all dies ist so nicht mehr möglich, denn wie sollen denn auch Lehrer mit den Schülern kommunizieren, wenn sie eben beispielsweise eben in der deutschen Schule die deutschsprachigen Lehrer mit den Schülern nicht mehr in deutscher Sprache kommunizieren können. Das schildern uns sowohl Lehrer, als aber auch Schüler, beispielsweise auch in den höheren Schulstufen Südtirols, dass sie sagen, so manches Mal in der Klasse, auch wenn es Probleme gibt, kann man mit diesen Schülern nicht einmal mehr kommunizieren, auch wenn Eltern in die Schule gerufen werden und beispielsweise Problematiken, egal ob sie mit der Schule zusammenhängen, mit dem Notendurchschnitt oder ob es sonstige Probleme gibt, in dem Zusammenhang Gespräche und Aussprachen gibt, können sich Direktoren oder beispielsweise Hauptlehrer nicht einmal mit den Eltern unterhalten und auch nicht mit den Schülern selbst. Und wenn dann solche Gespräche stattfinden, dann wird so manches Mal eben auch ein Gespräch gleich als Affront aufgefasst, dass die Schüler dann das fast als rassistisch empfinden, weil der Ton ein schärferer ist, obwohl der Inhalt eben ganz ein anderer ist, weil der nicht verstanden wird. Und das ist ein großes Problem, wo es nicht nur darum geht,
dass die Problem, dass die Sprache allein das Problem ist, sondern weiterführend noch auch die Kultur an sich, auch die Gewalt beispielsweise in den Treppenhäusern, auch dass ich von manchen Kulturen oder Familien her eben ganz klipp und klar auch den Lehrern gegenüber gesagt wird, du als weibliche Lehrerin, als Frau, hast meinem Sohn, der in meiner Kultur einen hohen Stellenwert hat, überhaupt nichts zu sagen. Solche Rückmeldungen bekommen wir, solche Aussagen bekommen wir von Betroffenen selbst, wo sich das in den Klassen abspielt. Und deshalb ist es absolut wichtig, zum einen am Artikel 19 festzuhalten und dass hier nicht daran gerüttelt wird, obwohl man sagen muss, in dem Moment, als ja schon das Erlernen der italienischen Sprache von der zweiten Klasse auf die erste Klasse vorverlegt wurde, da wurde ja dieser Artikel 19 im Grunde genommen schon ausgehöhlt. Und da verstand man es, dass Sprachvermittlung wichtig ist. Bei den deutschsprachigen Südtirolern ist wichtig, dass sie die italienische Sprache erlernen. Da sieht man immer mehr Italienischstunden vor. Aber bei den Ausländern, wie in diesem Fall, da wo es auch um Integration geht und eine Schule selbst von sich aus im Rahmen, würde ich sagen, der Schulautonomie einen Vorschlag macht und dann das Ganze von oben herab dann wieder verneint und abgelehnt wird, das hat nichts mehr damit zu tun, wo man sagt, wunderbar eigentlich, wenn eine Schule eine Selbstinitiative ergreift, einen Vorschlag macht und selbst etwas ins Leben rufen möchte, um die Situation zu verbessern und von oben herab sowohl aus der Bildungsdirektion des Amtes als auch vom Landeshauptmann dann das Ganze abgelehnt wird, da muss man wirklich sagen, das ist so macht man sich zum Totengräber von diesem Artikel 19. So macht man sich zum Totengräber vom muttersprachlichen Unterricht. Das ist unser Fundament, auch im Autonomiestatut, unser Fundament, dass wir ein Recht auf Autonomie, auf unsere Autonomie haben. Und das darf nicht untergraben werden. Und wir müssen in die Zukunft sehen, dass die Situation sowohl für Lehrer, für Schüler, für Eltern, aber auch für den Erhalt der Sprache und der Qualität des Unterrichts in unseren Schulen erhalten bleibt. Und dazu braucht es den muttersprachlichen Unterricht, eine Obergrenze, auch von der Anzahl von Ausländern. Diese paritätische Kommission ist wichtig, dass die endlich auch ihre Arbeit durchführen kann und eben weiters noch, dass man sagt, man macht solche Vorschulklassen, wie es hier jetzt geplant ist. Danke. Wir begrüßen auch hier bei unserer Pressekonferenz Werner Neubauer, den langjährigen Parlamentarier im österreichischen Nationalrat. Und wir haben natürlich auch über den Tellerrand hinausgeschaut, wie man in anderen Regionen mit solchen Problematiken umgeht. Südtirol steht mit diesem Problem ja nicht alleine. Und hier haben wir wertvolle Informationen auch aus Österreich bekommen, wo Ihnen mein Kollege Hannes Rabensteiner jetzt etwas dazu sagen wird. Ja, guten Morgen. Also man muss sagen, zum Thema Südtirol muss man auch darauf hinweisen, dass es eine Besonderheit hat. Wir leben in einem fremden Staat und das Überleben für eine Minderheit in einem fremden Staat ist die Sprache. Und deswegen ist es besonders wichtig, dass besonders in Südtirol darauf Wert gelegt wird, dass in den deutschen Schulen die deutsche Sprache einen wichtigen Stellenwert einnimmt. Und deswegen ist das, es löst vielleicht nicht alle Probleme, aber viele. Und das ist die paritätische Kommission, die was von vielen Direktoren und von vielen Lehrern verlangt wird, die endlich einzusetzen. Wie schon angekündigt worden ist, nicht im Ausland sind ja auch Probleme mit den Migranten, die Sprache nicht beherrschen. Und da ist einfach darauf hinzuweisen, dass man da entweder oder in der Vorschule die Sprache erlernt oder begleitend bei Weiterbildungskursen die Sprache erlernen kann. Weil es ist ja nicht so, dass die Kinder in Kindergarten gehen und danach einschulen. Es passiert ja sehr häufig, dass Kinder kommen, die was schon zum Beispiel 10 Jahre alt sind, in die 5. Klasse einschulen und kein Wort, sei es deutsche Sprache oder italienische Sprache, kennen und in die Schulen einschulen. Nicht? Und das ist für jeden
Lehrperson und auch für die Schüler natürlich ein gewisses Problem, weil sie mit dem Lernstoff nicht weiterkommen. Und das Kind selber hat ja auch ein Problem, wenn sie nicht versteht. Deswegen fordern wir, dass so wie es in Österreich auch praktiziert wird und mittlerweile auch verschärft wird, eine sprachliche Weiterbildung und eine Förderschulung für solche Kinder, dass die Schüler und auch die Lehrer nicht darunter leiden und dass mit dem Lernstoff zügig vorangehen kann und die niemand darunter leidet. Die einheimischen Kinder nicht darunter leiden müssen, die Lehrer nicht darunter leiden müssen und auch andere Kinder, die was von Ausland kommen, ordentlich unsere Sprache erlernen können. Dankeschön. Ja, ich bedanke mich bei den Medienvertretern fürs Dabeisein bei so einem wichtigen Thema und wenn es Fragen gibt, können Sie die gerne jetzt stellen.